Jetzt wollen wir noch die Festplatten und das Laufwerk anschließen. Erstmal mit Strom. Wie gesagt, das Netzteil hat ein Kabelmanagement, hat den Vorteil, man hat nur die Kabel im Gehäuse drin, die man wirklich braucht. Gut, dann stecke ich mal das erste ein. Dann bauen wir mal da oben. Ich hoffe, dass man es richtig sieht. So. So, damit hat das Laufwerk auch schon mal Saft. Und das brauchen wir für die beiden Festplatten. Den Stecker, wo ich den. Ach da. So, das ist der hier. So, den einstecken. Und dann wollen wir mal hier. Ganzen Geschichte den nötigen Strom geben. Einmal. Zweimal. So. Damit haben die beiden Festplatten auch Strom. So, jetzt müssen wir noch die Verbindung mit dem Mainboard herstellen. Haben wir diese schönen Stecker. Einmal einen, der abgeknickt ist, sieht man sehr schön. Das ist oben für das Laufwerk. Stecken wir den mal da oben ein. So. Ja. Vorher natürlich im Handbuch wieder schauen, wo man die Sachen einsteckt. Dann müssen wir hier für das Laufwerk den dritten Einstecker. So, das sind noch die beiden Festplatten. Einmal. Und die zweite noch hier. Und zwei. Runter. So, damit ja, ich glaube, man sieht es. Damit wäre eigentlich jetzt der PC soweit fertig von den Bauteilen her und von der Elektronik. Also die ganzen Kabel sind verbunden, die Teile sind drin, wir haben alles verbaut. Jetzt müssen wir jetzt noch ein bisschen das Kabelwirrwarr da drin ein bisschen aufräumen. Das geht am besten entweder mit Kabelbindern oder einfach mit Draht. Sind ja meistens immer viele Drahtstückchen dabei bei den ganzen Sachen. Damit kann man das wunderbar verbinden. Gut, das kommt im nächsten Abschnitt. So, zum Schluss wollen wir noch ein bisschen das Kabelwirrwarr hier versorgen. Ich werde die jetzt alle mal so ein bisschen festbinden. Das hat einen Grund, dass es erstmal, dass es aufgeräumter aussieht und zweitens auch wegen dem Luftstrom, dass der ungehindert ja auch strömen kann. Ne? Gut, hier die Kabel mal hier festmachen. So. Weiß nicht, ob man das immer so gut sehen kann. Ja. Wie gesagt, ich werde einfach so Kabel benutzen, so Stückchen, wo immer dabei liegen, wo irgendwelche Drähte miteinander befestigt sind oder so. Miteinander verbinden. Das hier ist so rumhängt.
Große Kabel. Kleine hier. Alle kann man natürlich nicht irgendwie. Ja, ich versuche das so schön wie möglich zu machen. Wie gesagt, hundertprozentig aufgeräumt kriegt man das natürlich nicht. Aber so, dass dass kein Kabel in den Ventilator hineinhängen kann oder irgendwas anderes stören oder beschädigen kann. So. Ja, ich denke mal, das ist einigermaßen so okay. Sieht es denn aus? Ja. Also wie gesagt, einigermaßen ein bisschen die Kabel miteinander verbinden, dass es nicht so rumhängt, dass nichts irgendwo reinhängen kann. Wie gesagt, dass die Ventilatoren ohne Probleme arbeiten können. Ja, ich denke mal, sieht soweit ganz gut aus. Jetzt noch mal alles kontrollieren, ob die Stecker richtig drauf sind überall. So, ja, sieht alles sehr gut aus. Ich denke mal, damit haben wir es geschafft. Jetzt bauen wir ihn noch zusammen komplett. Also sprich jetzt den hinteren Deckel drauf machen. Hinteren Deckel drauf. So, man sieht, ja, schön drauf. Jetzt machen wir von vorne noch die komplette Abdeckung. Da haben wir einmal die vordere Abdeckung. Hier haben wir noch so diese Blenden. Einstecken müssen einmal und zweimal. So, ist alles richtig fest. Ja, jetzt noch den Deckel vorne drauf. Ja, so sieht der PC von vorne aus.
So, von der Seite ja noch. Jetzt muss man noch den hinteren, den Seitendeckel montieren. So. Die beiden Schrauben noch. So, damit wäre der PC fertiggestellt. Sieht man nochmal, wie er von hinten aussieht. Okay. Ja. Von der Seite und von vorne. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe den einen oder anderen damit ein bisschen helfen können. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Ich will dann versuchen, die zu beantworten. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal und tschüss.